When the Germans came in, I was 17. Naturally, my parents feared for my life being a young girl. Am Berliner Holocaust-Mahnmal können nun auch die Überlebenden gehört werden. Die Gedenkstätte hat ein Videoarchiv erhalten. Unter dem Stelenfeld nahe des Brandenburger Tors können Besucher im sogenannten Ort der Information Erlebnisberichte aus der Zeit des NS-Regimes anschauen. In mehr als 800 Interviews berichten Shoah-Überlebende über Nazi-Verbrechen. Es gibt Geschichten, die klassischen sogenannten Verfolgungsgeschichten über Deportation, Lagerhaft und Befreiung. Es gibt Geschichten von Leuten, die im Versteck überlebt haben, in Wäldern. Es gibt Geschichten von Leuten, die in Kellern hier in der Nähe von Berlin 3 Jahre überlebt haben. Es gibt Immigrationsgeschichten, Leute, die nach Brasilien gegangen sind, die also den gesamten Krieg über gar nicht in Europa gewesen sind. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten vom Widerstand, von Fluchten. Man kann das gar nicht generalisieren. Seit den 70er Jahren wurden an der US-Elite-Uni Yale gut 4.300 Interviews mit Holocaust-Überlebenden aufgezeichnet. Ein kleiner Teil wird nun am Berliner Mahnmal zugänglich gemacht. Es sind nicht nur besondere Menschen, jeder ist dabei. Wir haben uns von Anfang an geschworen, dass wir mit jedem sprechen. Es geht nicht darum, für wie wichtig Sie Ihre Erfahrungen hielten oder ob Sie dieses Erlebnis für nur auf sich bezogen halten. Wir haben versprochen, dass jeder, der seine Geschichte erzählen möchte, interviewt wird. Die Videos sollen die Erinnerungen der Überlebenden für die Nachwelt festhalten. Denn mehr als 60 Jahre nach dem Holocaust gibt es immer weniger Zeitzeugen. Viele waren nach anfänglicher Skepsis bereit, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Als wir Ende der 70er begannen, wollten sie vielleicht nicht anonym bleiben, aber sie wollten auch nicht als Überlebende abgestempelt werden. Und das Erlebte erneut zu erzählen war schwierig. Natürlich ging es um recht dramatische Erfahrungen, aber schrittweise öffnete sich jeder. Ein chronologischer Lebenslauf der Interviewten ergänzt jedes Video. Mit Hilfe von Schlagwörtern, Personen und Ortsnamen sollen Besucher künftig gezielt nach historischen Ereignissen suchen können und sich besser an das Unfassbare erinnern.